Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Übungsvideo zum Thema Rücken. Letztes Mal bei Marilena gab es ja rein Bauchübungen, heute rein Rückenübungen, denn es ist immer wichtig, den Gegenspieler auch zu trainieren. Ihr braucht wie letztes Mal auch nur die Matte, kein Hilfsmittel und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Haut rein! Ihr legt euch in Bauchlage, spannt die Po-Muskeln an, die Bauchmuskeln an, stellt die Fußspitzen auf den Boden, hebt die Knie leicht an und nehmt die Hände neben den Körper mit den Handflächen nach oben. Achtet darauf, dass ihr die Schulterblätter zusammenzieht und den Oberkörper ganz leicht anhebt. Der Kopf ist ebenfalls angehoben, die Nasenspitze zeigt zur Matte. Als Variation könnt ihr die Arme in U-Halte neben den Kopf nehmen. Die Handflächen zeigen nach unten und achtet immer darauf, dass die Atmung weiter fließt. Wenn ihr es noch etwas schwerer haben möchtet, dann verlängert ihr den Hebel und streckt die Arme nach vorne aus. Um ebenfalls die Tiefenmuskulatur zu stärken, macht ihr mit den Armen vorne Hackbewegungen. Stellt euch vor, ihr hackt Gemüse klein. Je schneller und je kleiner die Bewegung, desto besser. Wenn ihr vor allem den unteren Rücken trainieren wollt, hebt ihr beide Füße gestreckt an und macht kleine Paddelbewegungen, wie beim Kraulen. Wenn ihr wieder komplett den ganzen Rücken trainieren möchtet, hebt ihr die Arme wieder zusätzlich an und macht entweder die Brustschwimmbewegung oder gleichzeitig auch eine Paddelbewegung. Achtet darauf, dass es immer gegengleich passiert. Linker Arm, rechtes Bein und andersrum. Und die Atmung fließen lassen, nicht vergessen. Eine weitere Möglichkeit, wie ihr einen Rückenstrecker trainieren könnt, ist, wenn ihr die Arme und Beine jeweils gegengleich für 2-3 Sekunden anhebt, das haltet und dann langsam wieder ablegt. Achtet immer darauf, dass ihr Arm und Bein diagonal anhebt. Um dies wieder zu erschweren, nehmt ihr beide Arme und beide Beine nach oben und haltet dies ein paar Sekunden.